Nächster Redner, Christoph Zaritz, ÖVP. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren, das Doppelbudget 2018 und 2019 steht für ein Ende der Schuldenpolitik, Gott sei Dank. Und zum ersten Mal seit 65 Jahren werden wir wieder mehr einnehmen als ausgeben. Das ist das Motto der neuen Bundesregierung. Und wo eine Schuldenpolitik hinführen kann, das hat man auch in der EU gesehen, beim Beispiel Griechenland. Wir alle haben die Konsequenzen gesehen und gesehen, wer die Zeche und wer den Preis dafür bezahlen muss für eine Schuldenpolitik, nämlich der kleine Mann, es waren der Mittelstand und es waren die Kleinverdiener. Und das brauchen wir in Österreich nicht. Wir wollen keine neuen Schuldner. Wir sparen im System. Wir entlasten die Menschen und die Familien. Wir entlasten jene Menschen, die arbeiten, die fleißig sind, Steuern zahlen und mit ihren Steuern auch das Sozialsystem auch finanzieren. Wir stellen mit dem Budget sicher, dass die kommenden Generationen in Österreich sicher leben können und gut leben können. Und wir blicken in eine gute Zukunft. Und mit dem Familienbonus Plus entlasten wir die Familien mit einem Betrag von 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Und ein weiterer Schritt ist die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags. Wir wollen all jene Menschen unterstützen, Herr Kollege, die arbeiten, die fleißig sind und die etwas leisten. Das ist die neue soziale Gerechtigkeit, meine geschätzten Damen und Herren. Und da müssen wir auch Themen ansprechen, die die Menschen zu Recht in den letzten Jahren auch aufgeregt haben und die Menschen auch bewegt haben. Und viele zahlen ihr Leben lang ein, arbeiten ein Leben lang, haben auf der anderen Seite aber das Gefühl, dass ihnen immer weniger zum Leben bleibt und immer weniger im Börserl bleibt. Und wir müssen jene schützen, die arbeiten und in das System einzahlen. Und darum müssen wir die Steuer- und Abgabequote endlich auf 40% senken. Dafür stehe ich. Dafür steht die neue Volkspartei und dafür steht die neue Bundesregierung, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Und meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dass jemand, der nicht arbeitet, fast gleich gut aussteigt wie jemand, der arbeitet, das ist nicht sozial, das ist nicht gerecht und das ist nicht fair. Und hier müssen wir ansetzen. Und die Mindestsicherung ist eines der wichtigsten Mittel, um Armutsgefährdung auch zu bekämpfen. Sie ist vor allem aber als Überbrückung gedacht und darf keine Dauerlösung werden. Und was die Mindestsicherung auf keinen Fall sein darf, ist ein Anreizsystem für die Zuwanderung in unser Sozialsystem. Und ich halte es für richtig und wichtig, soziale Sicherheit im Alter auch zu garantieren. Jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat und Beiträge geleistet hat, muss sich auf eine staatliche Pension auch verlassen können. Das ist nicht nur fair für die ältere Generation, das sind wir der älteren Generation auch schuldig. Und Menschen mit 40 Beitragsjahren erhalten in Zukunft 1.200 Euro Mindestpension monatlich. Ehepaare mit 40 Beitragsjahren eines Partners mindestens 1.500 Euro monatlich. Für uns ist eines klar, wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss im Alter auch finanziell abgesichert sein. Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, wir gehen mit dem Budget 2018-2019 neue Wege. Wir gehen eine gute und sichere Zukunft. Die Menschen haben uns gewählt, um Österreich positiv zu verändern. Wir gehen gemeinsam den Weg der neuen sozialen Gerechtigkeit. Herzlichen Dank. Die Mindestsicherung dürfe keinen Anreiz für die Zuwanderung in unser Sozialsystem darstellen, so Christoph Zaritz von der ÖVP.